Hallo Leute, hier ist Felixi und Squad und Bewegen 2 Overload. Wir sind in Bubblemans Level und ich werde mir jetzt ein paar Leben zusammensuchen. Zusammensammeln meine ich. So ein Ding zum Beispiel, ja. Aha. Okay, ein falscher Schritt und tot. Ja gut, solange ich jedes Mal ein Leben kriege und ich werde mir auch jedes Mal ein Leben verschaffen, da könnt ihr Gift drauf nehmen. Ja. Dankeschön. Ist ja auch eine ganz gute Stelle, um sich hier Leben zu holen. Aber wenn ich mir diesen einen blöden Sprung auf die Weise vom Hals halten kann, bin ich eigentlich ganz glücklich. Schade, das war zu hoch gesprungen. Ja, dass man das Ganze hier entsprechend schön für den Spieler machen kann, kann ich schon nachvollziehen, kann ich schon nachvollziehen. Leider habe ich von Bubbleman den Level auch wieder nicht mehr im Kopf. Und ich will auch nicht. Ich will auch nicht nachschauen. Ich will mich auch gar nicht in meinen alten... meinem Let's Play von Mega Man 2 dann, darüber erkundigen, wie die Level ausgesehen haben, denn... Nö, ich habe mich wegen den Items erkundigt, das war in Ordnung. Aber das reicht auch. Dankeschön. Ich könnte mich auch einfach treffen lassen, ne? Jupp, warum eigentlich nicht gleich so? Na, komm schon. Mach das doch nicht, nicht gar so nervig. Na, voll dagegen. Ah, aber richtig schön mit Wucht, damit's auch auf jeden Fall den Helm durchschlägt. Nö. So. Item 1 wieder auffüllen. So. Ich habe dann immer genau ein Leben, neun Reserve. Das ist gut, denn dann kann ich auch im Notfall die letzte Passage vor Bubbleman nutzen. Kann ich in der letzten Passage vor Bubbleman notfalls auch einfach auf ein paar Lebenspunkte verzichten. Andererseits, wenn ich so drüber nachdenke, Bubbleman hatte in seiner Arena oben Stacheln dran. Wer sagt mir, dass diese Stacheln nicht einfach ganz von Zauberhand, von Geisterhand woanders hin transportiert worden sind? Ne? So, weiß nicht, zwei schöne Stachelbolzen mitten in der Arena. Macht sich doch wunderbar. Ach ja, aber es ist gut zu wissen, dass ich hier so eine schöne Stelle habe, um mir Leben zu sammeln. Auf diese Weise habe ich hier unendlich oft die Möglichkeit weiterzumachen. Ach, es sei denn, ich bin hier beim Sammeln mal tatsächlich so blöd und hüpfe gegen die Stacheln dagegen. Aber dann wäre ich beim nächsten Versuch einfach vorsichtiger. Und... Bubblemans Schicksal ist ziemlich besiegelt, würde ich meinen. So, hier hole ich mir mal kurz Lebenspunkte. Oder auch nicht. Das hätte nicht sein müssen.
Ja, die. Das da oben gefällt mir dann doch besser. Zum Lebenspunkte sammeln. Oh ja. Die Chance wird immer größer, dass Bubble Man demnächst das Zeitliche segnet. Mit jedem kleinen Erfolg, den ich hier erziele. Und ja, ich habe da hinten schon gesehen, dass ich dann einen pixelgenauen Sprung zwischen den Stacheln durchmachen darf. Und oh Gott. Ach, wie ich mich schon auf. Moment. Wily Level 3, glaube ich, war es, Freue. Da war ja auch dieser lange Stachelsprung. Ja, ich sammle mir jetzt kurz Lebenspunkte, damit ich an der entsprechenden Stelle. Stimmt eigentlich, ich könnte den einen Sprung ganz einfach durch diese, auch wieder durch die Taktik, dass ich Schaden hinnehme. Besser schaffen. Schade. Na? Alles braucht nur ein wenig Geduld. So, jetzt brauche ich nicht mal sammeln. Ja, bye. Zwei Leben ist auch nicht verkehrt, dann habe ich nämlich sogar noch eine zweite Chance für den Fall, dass ich es vergeigen sollte. Und dass diese Viecher so fliegen können, wusste ich gar nicht. Der hatte die Zacke eigentlich voll in meinem Gesicht, aber es stört ja keinen. So. Na komm, lass mir ein Leben fallen. Oder darf ich nicht mehr als zwei haben? Und ja, was ich in der Zwischenzeit. Ich weiß, ich habe wieder so einen Kommentar gemacht von wegen, sie könnten mir ja was fallen lassen. Ich weiß, dass die Chancen, dass gute Gegenstände oder dass überhaupt Gegenstände fallen, dass die auch schwer geringer sind. Den Kommentar habe ich mittlerweile schon gelesen. Ich lese eure Kommentare immer. Braucht ihr keine Angst haben. Ich weiß noch nicht immer wirklich, was ich antworten soll. Das ist das Einzige. Okay, die wollen mir offensichtlich keine Leben mehr fallen lassen. Zack. So, da komme ich so durch. Na komm, schad mir. Danke. Ja. Ja, mit ein paar Lebenspunkte, wollte gerade sagen. So, schade mir. Es sei dir erlaubt. Ja, dir eigentlich nicht mehr. Nicht so weit hüpfen, mein Gott. Aber die andere Stelle ist, glaube ich, mit Item 2 klüger zu bewerkstelligen als mit Item 1. Item 1 muss ich ja dann noch die Steigung, das Aufsteigen der Plattform mit einberechnen, mit einkalkulieren. Das sollte jetzt nicht unbedingt noch ein zusätzlicher Faktor sein, der mir hier das Leben erschwert. Wenn mir die jetzt dann mal ein Leben fallen lassen würden, wäre ich auch glücklicher. Na komm, Johnny Quallen. Ich will nicht die ganze Aufnahme damit vergeuden, euch einen am anderen auszuradieren.
Soll ich aber offenbar. Ich will halt nicht durch einen dummen Fehler dann am Ende doch wieder... Am Ende dann doch wieder diesen Sprung machen müssen, der in dem Level weiter vorne verlangt war. Ich hätte jetzt gerade schon fast erwartet, dass aus irgendeinem Grund da ein Leben zum Vorschein kommt. Und naja, das fällt dann halt runter, ne? Wie es halt so ist. Wollte ich gerade sagen, willst du mir jetzt eigentlich Schaden machen oder nicht? So, den möchte ich erledigen. Na, das war doch ein guter Sprung, oder? Da könnt ihr jetzt nichts sagen. Wie, jetzt kommen keine mehr? Ah. Kann ich mir nicht irgendwie selber Schaden machen? Mega Man, hau dir doch mal bitte eine ins Gesicht, okay? Das wäre gerade äußerst nützlich. Ah. Ich könnte aber die eine Garnele da vielleicht dazu bringen, dass sie rüberkommt und mir Schaden macht. Wenn ich da bis, wenn ich den Bildschirm nur weit genug zur Seite kriege. So, jetzt habe ich wieder 0 Leben, also jetzt brauche ich auf jeden Fall eins. Jetzt ist es egal, wie lange das dauert. Jetzt muss ich auch vorsichtig sein. Ne? Ne? Na kommt schon her mit einem Leben, einem einzigen. Ach, ist das eine Plackerei. Aber halt immer noch alles nötig, ohne Safe States. Wow! Das war zu hoch. Sag mal, kann ich hier nicht eigentlich auch stehen bleiben und einfach warten? Ja, eigentlich schon, ne? Das klemmt dann da zwar in der Wand fest, aber... Stört jetzt nicht so wirklich. Beziehungsweise ich gehe einfach hier so ein Stück zur Seite. Dann passiert da gar nichts. Dann klemmt sich das auch nicht so in die Wand ein, dass ich es nicht einsammeln könnte. Nein, das bleibt einfach da. Na komm schon, lasst mir endlich ein Leben fallen. Dann kann ich hier weitermachen. Das ist auch eine Geduldsprobe. Hm. Ja, Leute, ich schneide das aber auch nicht raus. Das gehört halt zu dem Hack dazu. Habe ich ein Pech. Vorhin sind die Leben noch relativ gut gefallen, aber gerade wollen sie nicht so wirklich. Ja, mach der mal hinne. Egal wie lange das da dauert, ich will diesen einen Sprung nicht nochmal machen müssen. Das könnt ihr vergessen.
Auf keinen Fall mache ich diesen Sprung von vorhin nochmal. Ja, endlich, danke. So, jetzt kommen wir hier auch wieder durch. Jetzt rammst du mich, dann komme ich da durch. Okay, wenn ich das jetzt klug anstelle. Ja! Ah, dass die mehr wie einen Schuss aushalten, ey. Unglaublich. Leck mich hier, Garnelen. Leck mich. Leckt mich. Habe ich gesagt. So, ist der auch mal wieder erledigt. Der Fisch, der kann einem ja schon leid tun, wenn man sich das ansieht, wie der dreinschaut, während er stirbt. So, das... Ah. So. Au. So viel Schaden. Was zur Hölle? Wie weit springst du denn? Ach komm jetzt. Weißt du? Heißt, ich weiß, dass ich jetzt gerade einen Haufen von der Waffe benutzt habe, unnötigerweise, aber das ist mir gerade so egal. Ist mir gerade dermaßen egal. So, und jetzt benutzen wir Woodmans Waffe. Und warten eben, bis da mal eine große Energie daherkommt. Denn ich habe so das Gefühl, dass ich gleich... Okay, Moment. Ich brauche nochmal eine große Waffenenergie. Nicht so sehr, nicht so nah am Abgrund. Große Waffenenergie. Ich will mein Item 2 nochmal aufladen. Zieht sich wie Kaugummi, ist mir schon klar. Ja. Ja, so hätte ich es vorhin auch machen können. Allerdings brauchen die haben die anderen Viecher ewig gebraucht, bis sie mich erreicht haben. Also da kenne ich dann doch noch irgendwo Grenzen. Tja, aber wir sehen mal wieder, wie sich das hier so verhält mit den Gegenständen, die Gegner fallen lassen können. Ja, ich nehme seine Jubel, wenn ihr jetzt ein bisschen vorspult. Das dauert jetzt ein Weilchen. Ich gebe mich mit dem Kleinzeug nicht zufrieden. Auf keinen Fall. Jetzt, wo ich schon mal so weit gekommen bin, weil ich diese Sache da rechts sehe und diese Schlucht hier war...
war ja auch nochmal relativ groß, oder? Also da kam nicht gleich der Boss. Das dauert ja auch nochmal kurz. Ob ich auf dem Pumpending da rechts stehen kann? Keine Ahnung. Ich hoffe, ich muss mich nicht drauf verlassen, es herauszufinden. Andererseits, da käme ich mit Item 1, denke ich mal, ganz gut hoch. Könnt ihr demnächst mal was Größeres fallen lassen? Das darf doch nicht wahr sein. Oder gibt es einen Algorithmus, dass große Gegenstände weniger häufig fallen, wenn man wenn man sowas hier zum Beispiel macht? Ach kommt schon, jetzt lass doch mal was Anständiges fallen. Ich glaub's ja nicht. Die lassen ja gerade nicht mal mehr Lebenspunkte fallen. Das ist ja nur noch Waffenenergie. Hallo? Was ist denn das? Es kann doch nicht euer Ernst sein, dass ich das Ganze jetzt hier so weitermachen soll. Ja, toll. Fürs Wood Shield. Das Wood Shield brauche ich hier gerade nicht so dringend. Da muss ich mich halt an den kleinen Energieeinheiten etwas hochheilen. Wenigstens meine Lebenspunkte ein bisschen höher, damit ich damit ein bisschen meine Chancen erhöhen kann. Die Energieeinheiten, die ich jetzt hier kriegen, die Waffenenergieeinheiten, die ich jetzt hier kriegen würde, sind zu klein, um das Wood Shield ausreichend aufzuladen. Ach komm, das darf doch nicht wahr sein. Das gibt's doch einfach nicht. Oh Gott, ein Leben. Nein. 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 Nein, hätte ich nur Item 2 benutzt. Die ganze Arbeit für nichts. Stehe ich mit null Leben da. Wood Shield ist auch alle. Ja, oh Gott. Komm, treuer Gefährte, Schmerz. Das ist jetzt mein Begleiter Pein und der, wollte ich gerade sagen, der hilft mir jetzt da bei dem Sprung. Das wäre nämlich jetzt super gewesen, hätte er es getan, aber er wollte halt einfach nicht. Er hatte keinen Bock. Ja, dann komm doch hoch, dann halt nicht. Ach Gott. Ich war kurz vor der Boss-Tür, da hätte nicht mehr viel gefehlt, dieser eine blöde Sprung. Danke. So, neuer Begleiter. Oder auch nicht. Licht blöd war. Komm schon, bringen wir Bubbleman in dieser Folge noch zur Strecke. Dann habe ich alle 8 Robot Masters. Robotermeister erledigt.
Und bei der nächsten Aufnahmesitzung geht's halt dann an die Wily-Level. Ich wäre ganz froh, wenn ich dafür heute dann demnächst einmal fertig wäre, wenn Bubble Man dann erledigt ist. Also damit, dass alle 8 Bosse besiegt sind, bin ich dann auf jeden Fall auch zufrieden für heute. Da genieße ich meinen Abend dann zurecht, ruhig und zufrieden. So. Achso, die bleiben beide besiegt. Ist jetzt auch nicht problematisch. Huff! Komm, komm, ah, dann halt nicht. Mist, aber ich brauche Item 2 doch gleich. Was mache ich? Oh Gott. Nein! Der einzige Sprung, der mich noch vom Bubbleman getrennt hätte. Getrennt. Entschuldigung. Vielleicht schon ein enormer Druck gerade. Muss ich schon sagen, ja. Nervlich ist es gerade ziemlich arg. Einfach, weil jedes Mal so viel dran hängt, der Weg, es zieht sich halt jedes Mal zeitlich immer derartig hin. Muss ich mal kurz Item 2 aufladen. Lass mich hin, blödes Viech. Juhui, Lebensenergie. Die verschwindet jetzt eh gleich. Jep, war irgendwie abzusehen. Ich kenne mein Glück doch. Jetzt kommt schon, ich würde es wirklich gerne in dieser Folge schaffen. Kann doch nicht wahr sein. Wegen diesem einen blöden Sprung. Ich weiß halt auch nicht, wie ich mit meinen Items da wirklich durchkommen, mir den Sprung vereinfachen soll. Mit Item 3 ginge es nur, wenn... Ja, ich schmeiß da mal Item 3 dagegen. Vielleicht verankert sich's ja an der, auf der einen Seite. Dann aber ich glaube, der hält sich dann gleich. Ja, wobei, Item 3 bleibt eine kurze Zeit verankert. Wenn ich es schaffen, mir den richtigen Pixel zu treffen, dass Item 3
Item 3 dann quasi. Oh, jetzt habe ich sogar 3. 2 Begleiter Schmerz. Wenn ich schaffen würde, dass Item 3 da lang genug dran haftet, mache ich mir den Sprung eigentlich einfacher, ja? Ich wollte gerade sagen, Mega Man, komm doch runter! So. Haben wir das mal wieder hinter uns? Ich denke jedes Mal, dass ich zu. Wenn der Mega Man zwischendurch einfach nicht schießen will. Komm, danke. Wegen dem kleinen Kackfrosch. Ich krieg die Krise. Ich krieg so eine Krise. Und wäre ganz froh, wenn sie langsam mal enden würde. Oh, danke schön. Vielen Dank. So, wieder einmal hier. Ja! Ja, wir sind endlich da. Oh, mit 2 Leben bei Bubble Man. So, na mal sehen. Wie sieht denn deine Arena aus? Ein Haufen Stacheln, wie ich vermute. Mhm. Ja. Aber weißt du was? Bubble Man. Ich hab dich zum Vernichten gerne. Friss das Metal Blade. Und stirb. Boah. Ah. Oh Gott. Ah. Den hier, Wily. Den hier. Ich muss wohl nicht großartig Worte dazu verlieren, was ich gerade getan habe. Juhu, wir sind bei Wilys Schloss angelangt. Oh, meine Fresse. Ja, aber. So, und das hier soll jetzt das höllischste Level im gesamten Spiel sein. Einfach mal kurz einen Einblick. Okay. Naja, gut, Leute. Ich beende hier die Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Mega Man 2 Overload. Ich bin Xi. Bis dann, Leute. Ciao.